Greenlaw beginnt mit einem Badgie. Also ganz kurz für die Zuschauer in YouTube. Ich werde Red Greenlaw wie Greenlaw nennen und Red Purple wie einfach nur Purple Law nennen. Damit es mal einfacher ist. So, Purple Law hat kein Play gemacht auf Turn 2. Gibt dann ab an Greenlaw. Der spuckt ja direkt einen Fossa aus und gibt damit ab. So, und hier braucht der Purple Law nicht einmal irgendwas reducen großartig. Die haben alles so low cost. braucht er nicht einmal was reducen und gescheit. Jetzt könnte er einen Zauber runterspülen. Damit attacken. Und dann, wenn er blockt, dann. Und dann kann er auf den zweiten Block einfach Bottom decken. Also. Ganz ehrlich, wenn dir so fad ist, dann kannst du gerne, wenn die Runde auf YouTube kommt, kannst du den Zähler gerne machen, wie oft das in Law sagt. Okay, er spielt Hardcastet Beppo. Interessant. Aktiviert die Ability. Bottom deckt Fossa und spielt Chachi und Bengo. Wenn das so fad ist, gerne. So, wir gehen weiter zu Greenlaw. Also Purple Law, die wirklich schön zwei Five-Cost-Charakter runtergespült und wir sehen hier einen Iso, tappt den Beppo und einen 7K-Swing into Beppo. Vollkommen verständlich, Beppo ist eine super starke Ramp-Karte. Und wenn das Deck was hat bei Purple Law, dann ist es Ramp-Probleme teilweise im späteren Verlauf. Aber wir sehen dann zweiten Beppo in der Hand von Purple Law. Er fängt auch an mit einem 5K-Swing mit Chachi und Pengu. Nimmt auf die Hand. Ist, glaube ich, das so die übliche Taktik, dass du eigentlich als Greenlaw immer die ersten zwei live nimmst, damit einfach dein Radical Beam dann einfach live ist. Aber hier spielt er auch gar nicht mit Radical Beam, wenn ich die Liste richtig im Kopf habe. Purple Law macht einen Leader Swing mit 5K. Und wird mit einem 1K abgewehrt. Dann hier wird noch was gespielt. Ja, Zorro von Purple Law. Der neue Rush Zorro aus ST10. Super schönes Artwork. Dann noch ein 7K Swing auf Leader. Nimmt er wieder auf die Hand. Dann werden wir wahrscheinlich Leader Ability sehen. Iso wird Bottom Deck, das hätte ich fast gesagt. Und da wird wahrscheinlich wieder Beppo runtergespielt. Ja, Beppo kommt und on play kriegt jetzt ein Restedon. Und damit geht's wieder ab zu Greenlaw. Also ich glaube, dass Greenlaw wird in dem Spiel maximal einmal sein Board vorkriegen für einen Chamber. Oh, da ist sogar ein Momo dabei. Also ich habe jetzt nur die Liste kurz vor dem Start des Spiels überflogen, aber den Momo habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also eine Whitebeard Supernova Wano Engine. So. Oh, true. Und deswegen ein Docht. Danke, Jungs. Stimmt, mit Momo kann man sich den roten ISO Searcher suchen. Weil der ist ja Whitebeard Pirates und Wano. Genauso wie man sich mit roten ISO den grünen ISO suchen kann. Aber wir sehen erstmal eine Bonnie, die mit Search. Top 5 für Supernova. Ich sehe da einen Batchy, einen 5-Cost Ruffy und ganz links den Blocker Law. Oh, true. Mein Fehler.
Stimmt, kann sie ja, kann, ISO kann kein ISO searchen, mein Fehler, danke. Danke für die Aufklärung wieder. Und bevor der YouTube-Kommentare auch eskalieren, ich habe es auch früh genug gemerkt. Hier wird mal ganz hart überlegt, was er auf die Hand nehmen will. Oh, Max hat schon den neuen Five-Cost-Law-Promo. Also eigentlich beide Promo von den großen Turnieren. Er hat ihn jetzt searched, also jetzt ist die Möglichkeit da. Wir sind 5K-Swing auf Rush Zorro. Und wird mit einem 1K abgewehrt. So, macht es jetzt so Sinn, denn ja, er spürt den Blocker-Law, holt die Bonnie zurück auf die Hand und spürt den Blamenco. Aber der Blamenco sehe ich, ganz ehrlich, der wird das nächste Bottom deckt. Obwohl, du willst eher den Blocker-Law loswerden. Jetzt ist halt die Frage, jetzt hat er den Purple-Law von einer Entscheidung gestellt. Was Bottom deckst du? Blamenco oder mein Blocker-Law? Er hat die Option. Nein, hat er nicht. Ihm fehlt ein Dom dafür für die Combo. Er hat den 5-Cost-Zor auf der Hand, der was minus 2K gibt, und eine Otama. Er kriegt den Law nicht low genug. Okay, dann macht er einfach 6K-Swing auf Live mit Pepper. On Attack kriegt er natürlich das Gerestete dann. Dann nochmal ein 6K-Swing mit Rush Zorro. Wird geblockt. Und wird mit dem 1K abgewehrt. Das ist der neue, der 5-Cost. Also mal schauen müssen, was das für eine Karte ist. Das ist der neue Regionals. Marco, den man was. Wann kriegt man den? Top 16 oder Top 8? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder war es der Top 32? Aber ist normal Regional Pricing, wenn mir nicht alles täuscht. Also Max hat schon mal. Top 32, danke. Also Max ist schon anscheinend mal bei einem Event getoppt. So, was macht jetzt der Purple Law? Aus seinem Zug. Ah, in Utrecht. Also jetzt gerade das letzte Turnier. Wir sehen einen 6K-Swing mit Chachi und Pengo auf dem Blocker-Law. So, wie hart will jetzt ihn verteidigen? Wird mit einem 1K abgewehrt. Nochmal 6K-Swing auf den Blocker-Law. Und da wurde mit Badge geblockt, dann sehen wir die Lead-Ability. Und da kommt nochmal ein Rush-Zorro runter. Und nochmal ein 6K-Swing auf den Blocker-Law. Und hat dann nochmal mit einem 1K abgewehrt. Greenlaw beginnt gleich direkt mit einem Tappen Bonnie für den Bonnie Search. Oh, das sieht mir fast nach einem Whiff aus. Ja, das war ein Whiff. Und damit gib auf. Das heißt, Game 1 für Purple Law. Ja, gegen das Tempo ist Greenlaw einfach nicht ankommen. Und wir gehen in Game 2.
Ja, solide Hand bei Greenlaw. Und Greenlaw darf jetzt als Second gehen. Spült er direkt einen Haruto aus. Ein Purple Law beginnt mit einem 5K-Swing, nimmt geil Greenlaw auf die Hand. Aktiviert er direkt die Lead Ability. Er hätte einen Chachi und einen Pengo auf der Hand. Das heißt, er würde nur einen Down Minus machen. Oh, er hat einen Rush Zoro. Rush Zoro von Purple Law attackt 5K String. Mit 5K so. Nimmt Green Law wieder auf die Hand. Nee, gib ab. Ich persönlich wäre wieder so greedy gewesen, dass ich es gemacht hätte. Einfach nur, um den Green Law einfach kein Value zu geben mit Haruto. Also, wie gesagt. Ich habe, wie Law gespielt habe, getestet habe, auch fürs Locust, habe ihn einfach zu greedy gespielt. Und hatte dementsprechend dann natürlich dann Probleme. So, wir haben hier einen Iso Search in einem Blamenco von Greenlaw. Dann sehen wir eine Otama, reduziert den Rush Zoro um 2K. Wir haben noch keine Aktivierung zu der Ability von Haruto. Da hier kommt die Aktivierung. 4K Swing auf 3K. So, lass ein K.O. gehen. Ja. Da wird der Zoro K.O. genommen. Und wir sind noch ein 5K-Swing auf Life. Nimmt Purple Law auf die Hand. Und da wird noch ein Blamenco gespült. Swing auf Haruto. Dann kommt ein Queen mit Aktivierung. Draw to Discard One. Und da ist auch wieder eine gut gefüllte Hand. Wir sind an Heat, wir sind an Rush Zoro, sind Otama. Aber er muss erst noch eine Karte trashen an Page One. Er wirft einen Heat ab. Und jetzt Bottom deckt er natürlich den Blamenco. Was Sinn macht. Spielt er jetzt noch den Chachi und Pengo aus? Oder? Ja. Chachi und Pengo spielt aus. Und nicht Peppo. Also, Purple Law, the Bottom Deck wieder alles, was Green Law ausspielt. Green Law beginnt seinen Zug, der dir wieder mit einem Bunny Search. Haben wir da einen Blocker Law dabei? Nein, haben wir nicht. Wir haben einen Restand Law. Und einen Badge zur Auswahl. Entscheidet sich für den Restand Law. So, ich sehe da noch Becci, nochmal ein Blamenco, zweiten Reset, ein Iso, ein Vista. Oh, wir sind im Vista-Play wahrscheinlich. Otama. Oh nein, auf Queen, okay. Queen ist ein 4K. 5K Swing auf Leader.
wird mit einem 1K wieder abgewehrt. Dann wird ein Badge gespült. Oh, wir sehen den ersten Chamber von Greenlaw. Er recycelt den, die Ottomar, restandet die Bonnie und gibt damit ab an Law, an Purple Law. So, was macht jetzt der Purple Law draus? So, jetzt sehen wir auch, dass er weniger Tempo auf Seiten vom Purple Law ist. Weil mit Queen willst du nicht unbedingt attacken. Hier kommt erstmal mit Charge und Pango der Attack. Wir haben 1K. Never mind, er geht Full Aggro. 6K String mit Queen. Wir haben mit 2K Account abgewehrt. 6K String mit Leader. 4 dann offen. Nimmt er auf die Hand. Dann sehen wir wahrscheinlich einen Rush Zorro. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann die Bonnie bottom-decked wird und der Pepper runtergespült werden. Auf jeden Fall 6K Swing wieder mit Rush Zorro. Wird mit Badge geblockt. Dann jetzt kommt die Leader Ability. Ja, Bonnie wird bottom decked. Macht einfach zu viel Value. Und Peppo! Einmal Ramp. Zum Mitnehmen. So, mal schauen, was jetzt Green Law jetzt macht. Er hat ja jetzt mal einen Chamber durchgebracht. Und er hat wieder Charakter auf der Hand, dass er einen zweiten machen kann. So, er fängt mal an mit einem ISO Search. Also nach Whitebeard Pirates Karten. Findet einen Fossa. War, glaube ich, auch das einzige Target, wenn ich das richtig sehe. So, wir hätten auch ein mögliches Ottomar Fossa Play. Aber da fällt halt leider der Blocker Law dafür, dass man da das Maximum an Value rausholen kann. Aber hier kommt wirklich die Ottomar. Gegen was geht die? Ah, Rush Zorro. Okay, Rush Zorro ist jetzt auf 3000. Dann wird mit ISO in den Zorro attackt. Dadurch wird direkt KO'd gehen lassen. Macht keinen Sinn, den zu verteidigen. Da sind zu viele Attacker noch an Bord. Und was er nicht sieht, ist natürlich, dass ein Wistern oder nicht auf der Hand ist. Noch. Dann kommt ein 5K Swing mit Leader auf Shachi und Bengo. Also Green Law geht hier wirklich jetzt mehr auf Bordkontrolle. Wird mir ein Wonke abgewehrt. Oh, die Hand ist jetzt geschrumpft von Purple Law. 7K Swing auf Shachi und Bengo. Geht damit down. Und wir sehen einen zweiten Chamber. Also langsam wird's mit den Chambers. Chamber, Ottomar auf die Hand. Recent Law. Recent Law. Und ein 7K Swing auf Queen. Aber dafür hat er einen 2K Count auf der Hand. Und er spielt noch einen Fossa statt einen ISO. Damit geht's ab zu Purple Law. Oh, hat einen Brook.
Also er kann jetzt da Zorro ausspülen. Und in Brook reinschambeln. Und er kriegt nämlich noch einen Resedon mit Beppo. Ist die Frage, macht er 5 Cost Zorro into Rested Restant Law, also dass er ihn verringert, ihn attackt und dann den Brookover reinschampelt und zum Beispiel den Fossa, also bevor er zu attacken anfängt, den Fossa zum Beispiel Bottom Deck, das wäre eine Option. Hier kommt auf jeden Fall der Zorro, ja, auf den Rested. Okay, wir sehen ersten Beppo Attack mit 5er vor. Er würde einen Tuke-Counter ziehen, verstehe ich. Vermute ich mal. Ich glaube, er würde ihm die Otter aus der Hand ziehen. Oder den Block forcen. Aber er lässt einen K.O. gehen. Er könnte jetzt da... Okay, er attackt den Iso. Okay, also er geht einfach auf Board. Dann haben wir Lead Ability. Fossa wird Bottom Decked. Dann eben, wie gesagt, wird der Bro-Control gespielt. Und nochmal richtig Tempo. 6K Swing McQueen into Leader. Nimmt er auf die Hand. Und damit geht's wieder ab zu Greenlaw. Also das Spiel geht jetzt schon weitaus länger. Und ist auch sehr, sehr spannend gerade. Oh, da war der Blocker laut Song. Oh, stark. Oh, oh, oh. Also wenn Greenlaw mal anfängt, seine Shenanigans zu machen, dann ist wirklich sehr, sehr schwer. Dann ist halt wirklich sehr schwer, dass du irgendwas dagegen machen kannst. Aber Greenlaw ist halt auf 0 Life unten. Das ist halt auch das Gefährliche, muss ich sagen. Hier wird ein Haruto gespielt. Otama wird jetzt wahrscheinlich Beppo. Oh. Ah, ja, ja, der Vista auf der Hand. Er hat einen Vista auf der Hand. Dann macht das vollkommen Sinn. Da muss der Brook weg. Vor allem kriegt er damit Vista Sport vor und hat dann noch genug zum Scheinbeln auf jeden Fall. Macht vollkommen Sinn, dass er gegen den Brook vorgeht. Also er kann jetzt Vista runterspülen, kann sich eine Otama auf die Hand holen, kann sich die zweite Otama auf der Hand wieder zurückholen. Also beide Duke-Counter, das ist ja so stark. So, wo ging jetzt der Attack hin? Das soll ich nicht aufpassen, sorry. Aber ich vermute mal auf den Beppo, damit er einfach entweder Handkarten zieht oder eben den Ramper los wird. Aber ja, ging auf Beppo. Geht K.O. Six K Swing into Queen. Wird jetzt rausgecountert.
Restand Lobby hard castet, auch interessant. Dann ist jetzt der Queen down. Und er hat noch nicht Harodor, er hat Harodor Ability nicht genutzt. Aber hier kommt jetzt dann der Chamber. Oh, der Chamber in. Oh, oh. Okay, das ist jetzt Maximum Boardaufbau von 6Ks. Also das ist jetzt wirklich ein schönes Board für Greenlaw. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr starkes Board für Greenlaw. Holy. So, Purple Law fängt mit einem 7K Swing an. Wirft beide Otomas ab. Ja, eigentlich reicht. Ja, das ist jetzt aber gratis Block mit dem Law. Oh, er hat nochmal einen Rush Zorro. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Wow, what the heck. Out of nowhere kommt einfach der Rush Zorro. Da wollte Green Zorro. Green Law schon die Handshaken für den Punkt. Aber dann kam auf einmal der Rush Zorro. Auf den habe ich gar nicht. Ich war aber so auf das Deck. Also in die Mitte vom Bildschirm konzentriert, dass ich nicht auf die Cam geschaut habe. Holy! Ich dachte gerade, warum greift er nur mit 5 an? Das ist ja ein gratis Block mit dem Blocker-Law. Boah! Das war richtig Five-Head runtergespült jetzt gerade vom Purple-Law. Holy moly! Und für die Leute, die auf YouTube was jetzt Lost zählen, ich mache jetzt nicht den Robin Schabalski.